Jo Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns mal Rezo auf Red Everyday Saturday Diss Track. Ja, dieses Video ist gut, jetzt dann bald schon 3 Jahre alt und ich hab's noch nicht gesehen. Ja, lass uns einfach mal anfangen. Und ja, alles was ich in diesem Video sage, soll niemand beleidigen oder verletzen. Und ich höre nur Musik, also ich mache keine Musik. Also wenn ich irgendwas zur Musik oder zum Beat sagen solle, werden, müssen, tun, was auch immer, bitte nehmt es auch da nicht zu ernst. Hören wir mal rein. Oh, Intro. Okay. Ja gut, ist auch schon 3 Jahre alt. Photoshop war ein Joke, kam bei mir auch so an. Warum gibst du dich? Also Julians Video habe ich schon vor ein paar Jahren gesehen. Sein Diss-Track gegen Everyday Saturday. Deswegen kann ich mich noch eigentlich an die Lyrics erinnern. Aber ja, an Rezos habe ich leider nicht gesehen. Tut mir leid, Rezo. Special dann so arrogant. Ich kann nichts dagegen tun, dass Leute einfach scheiße sind. Doch dann noch mein geil zu sein, nehme ich nicht einfach schweigend hin. Du sagst selbst, dass du deine Rhymes nicht allein schreibst. Zwei Typen schreiben fleißig mit und helfen dir dabei. Allein das ist so erbärmlich, dann zu sagen, du wärst tight. Aber wenn man es hört, gibt es noch ein schöneres Detail. Denn du sagst, du schreibst deine Lines im Bett. Wie darf ich mir das vorstellen? Es ist ziemlich wack, ihr zu dritt im Bett. Die beiden Hände voll. Deine Lines im Beauty-Tipps. Wie Beauty-Shit. Eine Sneaker-Kollektion wie die Kardashians. Wie cool du bist. Den Loser Mist, den du suchst, bist. Versuch ich nicht stattdessen. Diss ich dich, bis du mal wieder in der Schule bist. Loser-Kid. Alter. Gefällt mir richtig gut. Breit gebaut. Junge, bist du high, ich glaub. Du hast Scheiß geraucht. Alter, guck dich an, du bist ein Körperklaus. Ich mach das jetzt nur, weil ich dein Mist nicht ertrag. Der Taxifahrer kennt dich, weil ihr beiden Schichtwechsel habt. Die Leute. Auch nice Line. Julian hat ja irgendwas gesagt mit, irgendwas auf jeden Fall hat er gesagt. Aber auch nice, das zu kontern. Refrain. Fick dein Ego. Rap über Photoshop und nicht was für ein Hengst du bist. Alle checken, dass du nicht machst. Gangster Shit. Fick dein Ego, Abo. Fick dein Ego. Fick dein Ego, Abo. Fick dein Ego. Okay, Abo. Red dir einfach einig. Wär einfach nur neidisch. Denn ich hab dein Style nicht. Mir fehlt die Einsicht, dass du einfach tight bist. Mann, Digga, ich peil's nicht. Glaubst du wirklich an dein Shit? Bester am Mann. Auch gut, wenn Leute sagen, ja, aber er ist ja nur neidisch, weil er so eine große Reichweite hat. Auch gut, wenn man das auch erwähnen kann und auch umsetzen kann. Ja. Zeig mich flash, keine Line. Ich schätze, du weißt nicht, was bester heißt. Ich bin nicht mal Rapper, Bitch. Trotzdem bist du von meinem Rap zerpickt. Glaubst du noch, dass du der Beste bist mit deinen Sneaks und ich möchte gern Better Shit? Ich komme aus dem Nichts, so no name wie meine Chucks. Mein erster Rap. Wer von euch schaut wirklich aktiv Rezo? Also, ich mache es persönlich seit einem halben Jahr bin ich bei ihm recht aktiv dabei. Wer von euch ist es auch? Schreibt es unten in die Kommentare. Überroll dich wie ein Monster Truck. Deine Tracks sind für die Tonne wie. So machst du nicht Comedy, der größte Wannabe. Den es unter der Sonne gibt. Ich komme wie die Stimme der 500.000 Hater. Und die Dislike-Welle rollt wie deine Crew auf ihren Skatern. Das eine Mille Dislike Special hoffentlich schon abgedreht. Dein Autotune ist broken, fragt Dead Adam wie. Geht. Von hier oben sieht so aus, als wärst du diesen Track nicht wert. Jeder kann vor Karren stehen, die er dann nicht selber fährt. Die Leute haten dich nicht, weil du. Genau, weil der Apparat ja irgendwas mit dem. Zuerst hat er was mit Swagways gemacht, dann hat er einen Lamborghini und dann hat er irgendwie noch eine Karre dabei. Ja, true. Okay, die Swagways gehören vielleicht dem, aber der Lamborghini. 1000% nicht alle. Fick dein Ego. Fick dein Ego, Abo. Fick dein Ego. Rap über Photoshop und nicht was für ein Hengst du bist. Alle checken, dass du nichts zu tun hast mit dem Gangster-Shit. Fick dein Ego, Abo. Fick dein Ego. Fick dein Ego, Abo. Fick dein Ego. Was geht ab? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir doch einen Daumen hoch oder schreibt in die Kommentare, wie ihr meinen ersten Rap fand. Ja, das war doch mal ganz nice und vor 3 Jahren. Klar, okay, er hat immer wieder
die gleiche Location benutzt, aber das finde ich jetzt nicht mal so schlimm. Kommt ja nicht auch immer wieder, kommt nicht auch immer aufs Video drauf an, sondern auch mal um die Musik. By the way, nice Brusthaare, aber vergessen wir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da und ein Abo und schreibt unten in die Kommentare rein, ob ihr Rezo aktiv schaut, und geht doch auch beim lieben Rezo vorbeischauen. Ich glaube, ihr kennt ihn sicher alle schon. Hab hier schon mehrere Sachen von ihm reacted oder schon mehrere Sachen von ihm hochgeladen. Ja. Ihr dürft ihn gerne auschecken, mich aber genauso. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn es heißt, yo Leute, und tschö, mitte, tschüss.